Was geht? Sind wir wieder am Starten? Diesmal geht's weiter im. Ich schreibe mir mal kurz auf. Das ist The Meat Bar and Steakhouse Gabi. So, und das nennen wir dann Koisans Gabi. Weiter geht's. Na, wahrscheinlich gibt es jetzt Lachs, Fisch, Forelle, whatever's. Und geh mal rein. Sushi auf Förderband. Oh, Lachsmakis. Könntest du mir die Kerze anzünden, Alter? Bist du behindert? Wer stellt denn eine Kerze aufs Laufband? Digga. Okay. Also eine. Nein! Da kommt eine Kerze. Ja, easy. Habe ich. Okay. Ich muss es auf dem Laufband da reinfüllen. Und sie trinkt es noch nicht mal. So, was will sie jetzt? Die hätte die zwei Lachs. Scheiße, wie soll ich das nehmen, Alter? Kann ich warten, bis es rauskommt? Wo ist es? Alter, diese Steuerung. Ich krieg Placke auf den Zähnen. Ah! Nein! Gönn dir, Gabi. Okay, ein Avocado-Maki in dein Gesicht. Was ist denn das? Mochi oder was? Koisan. So, wo kommen die Bällchen? Da sind sie. Gönn dir, Gabi. Okay, Kalamari ist auch. Da kommt ein Zug. Dein Essen ist ein bisschen zu wenig gewürzt. Okay, das wird dann wahrscheinlich Sojasauce sein. Packe ich den Fisch in deinen Mund. Yam yam. Am Stück wie die Chinesen. Yeah. Surprise, surprise. Gabi hat's geschmeckt. Weiter geht's. Okay, was haben wir hier? Müssen wir jetzt kochen? Oh mein Gott. Wir sollten bestellen. Hast du Lust, was zu kochen? Wenn ich nein sag. Als ob er wegfährt. Nein. Ah.
das erste ist das fertig. Das zweite. Auch fertig. Ach, soll ich würzen? Pfeffer. Können die, ja? Okay. Okay, sie will direkt wieder Bier. Tisch abräumen, weil alles umgefallen ist. Alter, unsere Hand bricht aber mal direkt. Okay. Wo ist das Bier? So. Bier zu mir! Okay, geh. Hä, wo ist das Bier? Oh, ihr müsst es bestellen, das ist auch egal. Okay, okay, ich hab alles im Griff, Gabi. Ich hab alles im Griff. Ich trinke natürlich auch ein Gläschen voll. Lass mir nichts anbrennen hier. So. Zeig mir, wie gut du kochen kannst. Paprika und Pilze. Da muss man nicht gut kochen für. Muss man nicht gut kochen können für auf jeden Fall. Für Paprika und Pilze. Und noch ein paar Schrumps. Da liegt einer. So, Paprika ist fertig. Drauf, Junge. Hä? Naja, egal. So, was will die gute Frau jetzt? Warte. Lass doch das Sake-Glas stehen. Gut, wo ist der Sake? Da ist der Sake. Ne, Sojasauce ist es. Sojasauce. Nice. Okay, jetzt will sie alles holen. In dein Gesicht. So. Wohl bekommt's. Yeah! Nächstes Date geschafft! Sicher! Und wieder rein. Mal gucken, was jetzt kommt. Jetzt haben wir einfach zwei Laufbänder und eine Grillplatte und die will direkt mit Bier starten. Direkt nüchternen Magen Bier rein. Sehr sympathisch auf jeden Fall. So, und einmal für die gute Frau Bottle voll Bier.
will natürlich auch. Lass ja nichts anbrennen hier. Okay, Paprika und diese Tofu-Würfel oder was es ist. Drauf auf den Grill. So, das Tofu sollte gleich fertig sein. Verbrennt. Okay. Jetzt will sie Sushi und Makis haben. Und sowas. Ja, gar keine Ansprüche, die Frau. So. Maki ist da. Das auch. Brauchen wir noch eins. Stopp, stopp, stopp. Stopp! Yes. So, und du hättest jetzt gern noch. Was auch immer das für ein Gewürz ist. Alter. Auf dein Teller, Alter. Junge, habe ich dieses Ding nicht auf dem Tisch, auf der... Ah, will die mich rollen? Die will mich rollen. Ich habe es doch vorhin schon extra auf deinen Tisch gelegt. Nein! Ich habe sie schon wieder runtergehauen. Oh, da kommt eins zum Glück noch. Hä? Quick! Ja. So. Jetzt will sie Sojasauce auf dem Tintenfisch. Der eigentlich schon voll schwarz gebrutzelt ist, weil er irgendwie auf der Pfanne lag. Alter, ich kann ihn nicht nehmen. Jetzt. In deinen Mund. So, und jetzt noch Moji bestellen. Moji kommt. Hey, wo kommt Moji? Ist verpasst. Es kommt nicht, es ist verbuggt. Naja, wir haben es geschafft. Yeah. Nice. Dann, last but not least, this one. So, was will sie? Kerzen anzünden, die natürlich wieder übers Laufband laufen. Ich krieg Plack auf den Zähnen mit der Steuerung, ne? Ich raste aus. Aus ist. Ich
Ich glaube, das Game kann ich nicht lang spielen. Ich kriege jetzt schon Ausraste. So. Streichholz ist an. Da kommt die Kerze. Nein! Alter. Wir haben keine Streichhölzer mehr, Mann. Okay, das haben wir verkackt. Gut, dann Bier. Ah, da drüben. Ja, wo ist denn der Becher? Alter, bin ich überfordert hier. Wo ist denn das Worte? Das muss er bestellen. Okay, jetzt kommt er mit so einem Schiffchen da. Okay, wo da hast du? Oh, den hab ich bestellt. Gut, er brät. Dann ist er fertig. Scheißdreck. Und sie guckt schon wieder aufs Handy, Mann. Was bist du denn für eine Furie? Okay. Zwiebel mag ich's haben. Wo sind sie, die Magis? Da. In deinen Mund. Nein! Struggle! Okay. Jetzt will sie dieses andere Sushi-Zeug haben. Kommt es? Da. Gönn dir. So. Wo ist das Water hin, was ich vorhin geordert hat? Die Soja. Quick! Nein! Okay. Da sind Pilze. Wo ist der Paprika? Ne. Alter, sackrig schwer, Mann. Ja, da kommt keine Paprika. Da ist er. Quick. Oh, haben wir verloren. 37%. Ah.
Was ein Reudenmist. Na gut, try mir nochmal. Zünd die Kerzen an. Nein! Bleiben denn die Kerzen? Kommen die nicht nochmal? Alter. Die bleiben aber liegen. Alter, die kürzt nicht anerst. Ich dreh ja schon durch wegen dir, Mann. Gehst mir ganz schön auf den Sack. Take this. Okay. No reaction from her. Ein bisschen Nase popeln. Grapsch, grapsch, grapsch. Ja, das war anscheinend Fehlkauf des Game. Da habe ich gar keinen Bock drauf, Alter. Vielleicht wann anders nochmal oder so. Das ist echt, räudig. Ja, halt dein Maul. Ist mir auf den Sack. Was will ich denn mit dir, der ich alles vorlegen muss, alles würzen muss, alles machen muss, Mann? Braucht man keine Beziehung führen, Junge, wenn es beim Essen schon so ist. Bleib mir weg, ey. Bleib mir weg. Bleib mir einfach weg. Naja, wir gucken mal, was wir so freigeschaltet haben bis jetzt. Andere Hautfarbe, Alter. Wir sind Jöttner. Aus Jotunheim kommen, ja? Wir haben rote Fingernägel. Wir haben... Richtig komisches Zeugs. Tattoo haben wir auch auf der Hand. Emotes können wir auch. So ein Rotz-Game. Beim vierten Gelb zeigt Gabi ihr wahres Gesicht. Ja, so sieht's aus, ey. Richtig räudig. Richtig räudig, ey. Pride. Boah, und da gibt's noch mal vier andere Restaurants, die wir mit der Gabi vollstreiten müssen. Damit wir zum Schluss kommen, denke ich mal. Wie räudig. Könnten wir Zeitung kürzlich schlagen, ey. Na gut, was haben wir hier noch? Was geht denn hier? Neue Bio erstellen. Meine irrationalen Ängste. Rotwein, Matches und Physik. Steht auf Frauen. Das mit dem Dating ist echt nicht so einfach. Mag mich mehr dabei helfen, ey. Ja, Mann, machen wir das. Ich komme mir blöd vor, aber ich hoffe, das wird noch. Sehe. Ah, das sind meine Errungenschaften, die ich beim Dates schon so erarbeitet habe. Wow. Und da haben wir eine Message von Gabi. Das war interessant. Lass es jetzt uns tun, als wäre das nie passiert. Das hat Spaß gemacht.
wohlbehalten heim angekommen. Ich hatte viel Spaß heute. Was ist das denn für ein Anmachspruch, Alter? Ich stehe wirklich auf Füße. Darf ich an deinen Zehen nuckeln? Depp. Tausend Füße, oh ja. Ernsthaft? Hey, erzähl mir einen Witz. Wie nennt man einen Bumerang, der nicht zurückkommt? Ein Stock. LOL. Lass uns zusammenbleiben, bis wir am Stock gehen. Haha, wie cool. Okay. Wusstest du, dass Heringe sich durch Furze verständigen? Ist ja verrückt. Ich auch. Wenn wir beide Socken wären, würden wir ein tolles Paar abgeben. Oh, na klar. Hm? Auf jeden Fall. Wollen wir was anderes reden? Hat das wehgetan? Lass mich raten, als ich vom Himmel gefallen bin? Genau, und du bist genau auf dein Gesicht gelandet. Ich habe ja so viel Glück, mit dir reden zu dürfen. Nicht. Wie der Plan aussieht, du und ich eine gute Flasche Wein, würde ich sagen. Ich verstehe es nicht. Ups, die Autokorrektur. Gut, vergessen wir es einfach und fangen nochmal von vorne an. Okay. Hallo. Interessante Geschichte, erzähl mir mehr. Okay. Juhu. Du hast es echt drauf. Hey, was geht? Ist das Deutsch? Eine Schnecke kann 3 Jahre lang schlafen. Wollen wir das auch mal ausprobieren? Verstehe. Ich bin echt nicht so interessiert. Thema: bedeutende Ereignisse der Geschichte. Sollte ich auch was... Soll dies auch eins werden? LOL. Bitte? Ja. Haha, echt charmant. Hey, wie wär's, wenn wir diesen ganzen Dating-Quatsch lassen und du jetzt gleich zu mir rüberkommst? Wie bitte? Das heißt, du hast mich schon verstanden. Oh, tschüss, wir haben sie verführt. Okay. Okay. What the fuck? Durch mein Fernglas siehst du viel attraktiver aus. Das ist ja lustig. Ich dachte gerade das Gegenteil. Also was das für Sprüche sind, ne? Was das für Sprüche sind. Oh, naja. Dann versuche ich es an Haus weiter. Baby-Stachelschweine nennt man Stachelschweinchen. Okay, erzähl mir mehr. Cool. Also das gefällt mir. Also, hey, Ananas auf einer Pizza, ja oder nein? Ich keine Ahnung. Man muss flexibel sein. Ja gut, Leute, also richtiges Rotz-Game. Ist schon mal lustig für ein paar Minutes, aber so nach über einer Stunde ist schon räudig. Von der Vega. Nice, dass ihr am Start wart und das euch aber angeguckt habt. Table Manners. Richtig Zucker. Vielleicht spiele ich es ja nochmal. Also muss ich aber jetzt schon mal Bock drauf haben. Ja. Das war mal nur so ein kleiner Schwung rein. Aber ist auf jeden Fall richtige Reudenkacke. Richtige Reudenkacke. Deshalb Raum aufräumen. What's your type? Hang in there, baby. Na gut, auf jeden Fall richtiges Gümmelrotzding. Und ja, ihr habt es euch mal gegeben. Was sind so eure Meinungen dazu? Könnt ihr mal raushauen und ja. Das war's. Das fuckt mich halt ab.
sehen wir uns nächste Mal. Ja, haut rein. Servus.